Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute zu Masters of the Universe Origins und zwar Repaints und Varianten. Bei den Origins ist das zu viel, nicht zu wenig oder andere Versionen. Wie gesagt, also Mattel hat den Wort erfunden für Repaints, das Wort Minicomics. Also ist meine Meinung, sind Minicomics-Versionen einfach nur Repaints, finde ich. Die kamen in Minicomics vor, okay. Aber wenn die Minicomics vorgekommen sind, waren sie nicht rausgekommen, damals in 80er Jahren so rausgekommen, wie die Minicomic drin gewesen sind. Also wie gesagt, ich finde die Figuren nicht schlecht. Ich habe die Figuren auch mir gefallen, die ehrlich gesagt. Einige sagen, oh mein Gott, ein Repaint. Oder andere sagen, extrem Minicomic ist voll cooler, als das Original war und so. Ich persönlich finde das, für mich sind das halt Repaints und Varianten einfach nur. Weil für mich sind die Basics, also die Grundlage, die Vintage-Figuren aus den 80er Jahren. Und die ganzen Farbvarianten, Änderungen und so, das sind für mich halt irgendwie halt, wenn die Figur genauso aussieht, ist es ein Repaint, nur andere Farben. Also wenn die Figur so aussieht, wie sie ist, ist es Original. Andere Farbkombination, ist es eine Repaint. Und wenn was geändert worden ist, wie Rüstung, Kopf oder so, ist es eine Variante für mich. Wie gesagt, es kamen halt einige raus. Wir hatten ja zum Beispiel, jetzt kann ich mal durchgehen, was alles gegeben hat. Green Goddess. Da könnte man jetzt sagen, das ist eine Tila Repaint mit grüner Haut. Es ist aber indirekt eine Figur, ein Charakter, weil Green Goddess ist in dem Comic vorgekommen, eine Charakter gewesen, andere Storyline. Die kam sogar bei den Revelation-Serie, kam die jetzt auch vor. Bei der Revolution-Serie kam die auch diese Green Goddess vor. Hat dieses ätzige schwarze Oberteil bekommen, das sah grauenhaft aus, finde ich. Also das sah irgendwie total eklig aus, wie die ausgesehen hat. Tila war irgendwie... Also Tila hat es geschafft, bei den Revolution noch ekliger auszusehen als bei Revelation. Das ist schon eine Leistung gewesen. Also wie gesagt, ich fand die grauenhaft, diese Green Goddess-Deck-Tila, die war grau. Nee, es gibt noch schlimmere Figuren noch von Tila. Eine ganz schlimme Figur finde ich persönlich, habe ich nicht gekauft, weil sie so schrecklich finde. Ich habe es gesehen bei Smith Toys für 10,99 oder 9,99 €. Snake Face Tila, die ist die schlechteste Figur der Line, was Repaints angeht. Ich habe die damals schon bei den 2000X gesehen. Ich habe die grauenhaft gefunden, die sieht einfach nur schrecklich aus. Schlecht bemaltes Gesicht, das sieht einfach nur krank aus, finde ich. Also das Figur, die gefällt mir absolut nicht. Da sah der Snake Man at Arms besser aus, irgendwie ein bisschen besser vom Gesicht, ja, nicht von dieses eklig aufgemalte Tattoo-Gesicht, das ist grauenhafte Figur. Wie gesagt, man ist das Tila, ist ein Charakter, kann man sagen, Green Goddess jetzt, oder halt eine Tila-Variante in grün repaint. Repaint, genau. Wie gesagt, den Charakter kann man sagen, wie man es dem sehen möchte. Und dann hast du noch ein Repaint, das ist die Sorceress im Weiß, Temple of Darkness Sorceress, aber wie gesagt, da kam mir so vor, an der Rüstung, wie gesagt, und das ist irgendwie das besonders authentische Source, was ich mal sagen, irgendwie. Es ist ein Repaint, aber kam so in den Comic vor, also Mini-Comic-Variante, aber kann man auch sagen, für mich persönlich irgendwie, das ist der Sonntagsanzug Source, dass wenn sich in Arbeit ist, ein bisschen chillen will, hat diese bunten Flügelkostüme in Action-Features, hat, wenn sie Eternia befreien muss und He-Man helfen muss, dass sie besonders auch, wenn sie Freizeit hat. Das ist das Outfit für Feiertage oder Sonntagsoutfit bei Sorceress, würde ich mal sagen. Die kann gut gerade fliegen. Ich finde die Figur sehr schön. Was haben wir noch für eine Figur? Das ist interessant jetzt hier. Das ist ein Repaint von Evelyn. 2000X-Version. Das ist ein Repaint, wie gesagt. Das sieht genau wie Evelyn aus, die Origins, also die erste aus. Nur die Hautfarbe ist ein bisschen anders und die Verwandlung ist statt blau um die lila gemacht. Kann man jetzt sagen, dass es 2000X-Version von Evelyn, aber die sah ganz anders aus, wie gesagt. Also wenn die so 2000X-Version sein sollte, hätten die ein bisschen ändern müssen, das Dress ändern müssen, ein bisschen anders machen müssen, nicht so wie sie jetzt aussieht. Und die Beine auch nicht, wie gesagt. Aber das ist eine, wie sagen wir, 2000X-Version von Evelyn, kann man als Repaint ansehen. Okay? Aber wie gesagt, ich sehe das mal so mit den ganzen Repaints, hat die Figur noch da. Kann die Figur so machen, hat er irgendwie jetzt, hat er mittlerweile bei Skeletor einen Skeletor, Battle Armor Skeletor, hat man noch diesen, weil ich gerade Dragonbuster Skeletor und diesen Terror Claw Attack Skeletor, diese Krallen Terror Claw Attack Skeletor. Da kann man ja machen, so gesehen, wenn man eine, zwei Evelyns hat, kann man die eine Evelyn bei dem Skeletor normal hinstellen und die zweite bei einem anderen Skeletor. Das dann so ein bisschen so verschiedene Reihen hat, so gesehen. Ich mache bei der Figur. Ja, da haben wir noch für eine Figur. Natürlich, Treppstuhl, der aktuell zu kaufen ist, 15,99 €. Ich habe den damals, bevor er ein Fanfavorit gewesen ist, gekauft, damals bei INN Toys. Da gezahlt 13 € für. Den gab es ja ursprünglich in Deutschland. Nicht, also jetzt gesehen, was Smith Toys und so. Die Figur ist, wie gesagt, ein Treppstuhl-Repaint. Kam mir komme ich so vor. Ist für mich eine Repaint. Und wie Evelyn will ich sie jetzt bei Skeletor Nummer 2 hinstellen und Nummer 3 hinstellen. Die Figur gefällt mir, wie gesagt, ganz okay. Ich finde natürlich in der ersten Treppstuhl besser. Aber ich finde bei dieser Figur irgendwie, wenn man jetzt ein bisschen Ahnung von Masters-Figuren hat, zum Beispiel gucken würde den Masters of the Universe 2000X Treppstuhl. Repaint. Hammermäßige, gruselig gut gemacht, gute Umsetzung.
sehr besser aus. An der Figur stammt ich persönlich irgendwie der Gürtel grau, grau, grau. Das sieht grauenhaft aus. Der Unterkiefer auch in grau. Hätte man schwarz machen müssen. Hätte schon besser ausgesehen. Schwarz machen müssen. Ja, und ein bisschen fiesigeres Grün nehmen müssen. Also das Grün von Treppschuhs Gesicht, von den richtigen Treppschuhs, nicht von den Treppschuhs, das Grün von Treppschuhs Gesicht auf den ganzen Körper machen müssen und das hätte besser ausgesehen. Und in schwarz. Da wäre es perfekt gewesen. Aber haben sie nicht gemacht und das kann man nicht ändern, aber trotzdem schöne Figur. Was haben wir noch schöner als Varianten und Repaints? Es kommt eine Repaints, es kommt eine Variante raus. Der 2000X Merman, für mich ist das 2000X Merman, ich weiß, Lord of Power Merman, für mich ist das 2000X Merman, sieht genauso aus mit den Augenbüschel hier oben drauf, das soll das Öhrchen sein, ist ja egal, das ist 2000X Merman. Und das ist eine Variante, weil die Rüstung anders ist und der Kopf anders ist. Farben sind sogar also gleich gehalten bei beiden Versionen. Wie gesagt, mal mehrere Mermans kann man zu einem Skeletor Nummer 2 hinstellen, den einen bei Skeletor Nummer 1. Wie gesagt, eine schöne Figur finde ich, vorsichtig habe. Gefällt mir sehr gut, wir fanden beide super, super Figur. Was haben wir noch Schönes? Natürlich Stratos, finde ich. Habe ich mal gekauft, habe ich haben wollte unbedingt. Ich mag, wie gesagt, den gab es in Deutschland, die glaube ich nicht recht zu kaufen. Ich wollte ihn haben, weil ich Stratos cool finde. Und wie gesagt, das ist ein Repaint. Die Farben sind anders gehalten, finde ich ein bisschen. Sehr aus wie ein Mini-Comic, aber ich hätte mir echt gewünscht, noch einen dritten Stratos. So halt die Umkehrung von Stratos, halt rote Flügel wie bei den Masterverse und 2000X und blauen Rucksack. Hätte ich besser gefunden, aber kann man nicht ändern. Eine schöne Figur kann man als Stratos oder Stratos sein Untertan hinstellen in der Sammlung oder als Stratos Nummer 2. Ich finde die Figur sehr schön und gefällt mir auch, wie gesagt. Und dann gibt es noch Roboter mit Action-Feature, haben wir hinbekommen. Das ist schon extreme Farbe, finde ich. Statt blau haben wir so orange gemacht. Das ist schon ein bisschen farblich, ein bisschen abgeändert worden. Die haben es knuffig gemacht. Die wollten auch schon das Herzchen drauf malen. Hier vorne richtig süß, finde ich, ehrlich gesagt, ironisch gemeint. Wie gesagt, die Figur gefällt mir gut. Ich habe sie gekauft, bevor sie so habe. Mir hat dieses extreme Farbton gefallen. Dieses Orange hat ein bisschen anders. Ein bisschen. Also die können wir jetzt locker bei Stiere reinpacken von den Farben her. Aber gefällt mir ganz gut, die Figur. Und habe was anderes. Habe ich noch einen Roboto Nummer 2 bei He-Man Nummer 2 stehen. Das ist ganz gut. Was ich ein bisschen schade finde bei der Figur, ein bisschen, das ist also ein bisschen so farblich, ein bisschen cooleren Farbton. Das Herzchen weglassen kann, das Herzchen braucht kein Mensch. Ich finde auch, sagen wollte ich gerade irgendwie, bei den ganzen Figuren, die rausgekommen sind, hätte man das ein bisschen besser machen können bei Robotor. Ein bisschen cooler darstellen können. Bevor ich ihn habe, eine coole Figur und wie gesagt auch ein Repaint. Es gibt noch ein Repaint, das war wieder exklusiv USA gewesen. Kennen wir die Geschichte von Masters of the Universe Mattel schon wieder. Und zwar gab es einen Man-E-Faces noch. Den habe ich jetzt nicht, Mini-Comic-mäßig habe ich jetzt nicht da und ich gekauft, weil er exklusiv gewesen ist. Mir gefällt der ehrlich gesagt gar nicht. Der hat schrecklich Köpfe bei, also mit Frosse nicht. Also der erste Man-E-Faces war ganz gut gewesen, wie früher. Ist man glücklich. Beim zweiten kann man sagen, oh mein Gott, der ist keine 5 Euro wert. Also der gefällt mir gar nicht, die Köpfe, die er hat und so, die Figur ist grauenhaft, finde ich. Ich glaube, das waren alle Mini-Comics-Versionen, die ich jetzt kein vergessen habe, müsst ihr sagen. Snake Teeler war ja ein hässliches Repaint gewesen. Snake Armor Skeletor, eine Skeletor-Variante, war auch schrecklich gewesen. Das war es, glaube ich, von den Figuren her. Ja, dann sage ich mal schönen Abend noch und bis bald. Ciao.